der Seite, an der anderen Seite klemmt. Ich mache jetzt erstmal hier weiter. Beziehungsweise schraub mal hier alles weg. Zu checken, was hier los ist. Hier haben wir nichts mehr. Brauchen wir wieder diese Schraube. Hier ist es irgendwie verschraubt. Kurioserweise. Hier unten. Oben wieder diese kleine. Nee. Das sieht mir fast aus wie so ein Stern. Auf die Seite, bitte. Das ist so ein 10er Torx. Nee. Vielleicht größer. 15er. Das ist auch ein 10er. Nicht, dass hier wieder jemand. Ja, könnte eher sein. Ja. Da hatte ich vorhin einen falschen. Ich nicht ein Ding nehmen dürfen, sondern Torx. Naja. So. Das ist das gleiche Spiel. Da ging es schneller. Seht ihr, das ist hier nur so ein Kunststoffnippel. Wie soll ich diese Verkleidung hier wegbekommen, wenn hier zwei Schrauben sind? Also, da stimmt doch irgendwas in dem Handbuch nicht. Naja, sei es drum. Warum zum Teufel ist hier was abgeklebt worden? Wahrscheinlich, wo er lackiert hat, der Vorbesitzer. Sieht hier aber auch nicht professionell aus. Ich glaube, das ist hier nicht die Originalverkleidung. Das da gehört? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, da ist schon rumgepfuscht worden. So. Die Stelle haben wir frei. Das gehört ja auch noch zur Seitenverkleidung. Der Pömpel. Schrauben wir die Schraube leicht wieder rein. Hier ist übrigens auch der Kühlwasserbehälter. Da haben sie den Schlauch jetzt anscheinend anders verlegt. Ist das Loch.
Das hier ist die Halterung vom Brems. Jetzt ist nur die Frage, ein Kollege meinte, ich müsste hier noch später in die Verkleidung reinschrauben. Ob ich das wirklich muss? Die Frage ist, wo? Das wäre ein vorgefertigtes Loch. Das sieht mir eher hier nach dem aus. Mal nachher die Teile wegschrauben, mal gucken. Vielleicht kann ich es auch nach unten versetzen, ich weiß es noch nicht. Und die lassen wir mal da liegen. Gucken wir mal, dass wir das andere wieder wegbekommen. Dieses Teil habe ich hier. Wie gesagt, das sieht hier nicht ganz. Ich weiß nicht. So aus, als müsste es sein, aber vielleicht ist es auch im ersten Modell irgendwie anders gelöst gewesen bei BMW. Ich habe schon genug Pfusch an einem gebrauchten Bike gefunden vom Vorbesitzer. Würde mich nicht wundern. So, dann gucken wir mal, ob man das hier auch irgendwie so. Da müssen ja zwei Schläuche sein. Hier verhakt es richtig. Das ist schon pervers, wie das hier so ist. Oh ja, die Waldfee, komm raus. Wackeln. Ah, endlich. So, was ich euch nicht noch zeigen wollte, hier sind zwei Schläuche. Müsst ihr hier auch noch entfernen. So, ein bisschen Kit drauf. Ob das bei der Originalverkleidung auch ist, das wäre interessant, ne? Wollten sie da irgendwie was schützen oder sieht man daran, dass es das Originalteil ist? Fragen über Fragen. Dreckig ist sie eh. Naja, vielleicht schleife ich die mal irgendwann ab, diese Seitenverkleidung, und lackiere sie anders. Mal schauen. Wird aber ein neues Video. So, jetzt ist die Front erstmal nackig. Den Pömpel entfernen wir auch mal. Das Gute ist ja, wenn ich das YouTube-Video euch mache und ich habe irgendwelche Fragen, kann ich das auch noch mal schauen. Und dann gehen wir mal weiter an der Frontverkleidung, würde ich sagen. So, nochmal hier schauen. Da war hier unten am Kieferchen, sage ich mal, eine Maske. Natürlich können wir erstmal das Windschild abschrauben, aber das ist ja, naja, billig, sage ich jetzt mal. Ja, vielleicht weiß der eine oder andere auch nicht, wie man hier Windschild abbaut. Kann man ein extra Video machen. 25er Torx, wie gehabt. Dann stecke ich ein. Die erste untere Schraube ist ziemlich lang. Ja. Ich sag, die ist ziemlich lang. Muss auch tief gehen, damit es halt. Unten drunter sind von Wunderlich so Gummis. So. Jups. Da war es schon eins. Also Plastikhalter. Das war's fürs untere. Hier. War hier dran. Oder war es oben? Ne, so war es das obere. Und das hier. So, noch so die Schraube kommt mal dran.
Vielleicht brauchen wir die Gummiteile noch beim neuen. Wer weiß, wer weiß. Hier können wir diese durchstecken. Wir haben die Augengewinde. Ich meine mich zu erinnern, dass es Gewinde los war, aber nichtsdestotrotz, wenn es einfacher geht mit Gewinde, dann ballern wir hier halt kurz die Schraube wieder rein. Ich hätte ja oben drauf machen können. Dann geht es ja nicht verloren. Das wäre vielleicht geschickter. Ich weiß ja, dass die da unten dient hier nur zum Abstandshalter, dass das Schild ein bisschen mehr in Position sitzt. Wir werden jetzt hier die Maske abbauen, den Frontträger noch abbauen und werden gucken, wie der neue Frontträger dran baut. Beziehungsweise, ja, so einfach wird es leider nicht gehen. Dann müssen wir anfangen mit den handwerklichen Tätigkeiten. Und mal gucken, vielleicht kommen wir heute so weit, dass ich den Frontträger noch dran baue. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Vielleicht mal auch noch eine Version ohne irgendwelches dummes Gelaber, wo einfach nur abgebildet wird im Zeitraffer, was wie wo wäre.